Kärnten Wochenend. Heute mit Arnulf Frasch. Servus und herzlich willkommen. Sie spielte die Kommissarin Sabrina Lorenz im berühmten, möchte man fast sagen, Bulden von Zölz, heißt aber Katharina Jakob und ist heute unser Gast bei Kaffee und Kuchen von Radio Kärnten. Schön, dass ich Sie den ganzen Nachmittag begleiten darf. Kaffee und Kuchen. Mit 15, da stand sie zum ersten Mal vor der Kamera, hat in unzähligen Fernsehserien mitgespielt. Sie hat sowohl den Deutschen Fernsehpreis gewonnen als auch einen Bambi und sie ist erfolgreiche Theaterschauspielerin und Regisseurin. Trotzdem verbindet man mit Katharina Jakob oder wohl vor allem mit der Rolle der Kommissarin Sabrina Lorenz in der Erfolgsserie Der Bulle von Zölz. Vor mittlerweile 20 Jahren ist die Münchnerin nach Kanada ausgewandert. Nun hat sie über dieses Abenteuer ein Buch geschrieben. Und unsere Kollegin Uschi Mikosch hat sie zu Kaffee und Kuchen im Studio getroffen. Ich habe heute einen Gast bei mir, über die ich mich ganz besonders freue, weil ich beinahe das Gefühl habe, sie seit vielen Jahren zu kennen. Katharina Jakob, guten Tag. Hallo. Gleich so meine erste Frage. Immer jetzt auf die Sabrina Lorenz angesprochen zu werden, ist das etwas, was für Sie eher eine Hypothek ist oder sagen Sie, das ist okay? Das ist okay, weil ich meine, ich habe das ja 10 Jahre lang gemacht, dass ich vorher alle meine Töchter, immer wieder Sonntag, ich habe ja Massen Landarzt, ich habe ja ganz Derrick, ich habe ja alles Polizeiruf 110. Schwarzwaldklinik. Ich habe ja ganz viel gemacht. Ich habe halt auch ganz viel Theater gespielt, auch hier in Österreich. Und dann meine beiden Kabarettprogramme. Also ich war jetzt nicht Schaum geboren von dem Bullen von Tölz. Ich hatte ja vorher schon Bambi und einen Bundesfilmpreis. Also, aber der Bulle von Tölz, es war halt ein gutes Produkt, fand ich, was wirklich Spaß gemacht hat und deswegen bin ich da stolz drauf. Sie haben 10 Jahre in der Serie gespielt und sind dann eigentlich so auf einem Höhepunkt des Erfolges ausgestiegen. Das hat ja damals sehr viele Wellen geschlagen, aber es hat, glaube ich, auch diese Powerfrau an Ihnen gezeigt, in einem doch relativ jungen Alter damals auch, muss man sagen, mit 46, gesagt hat, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, wie Frauen hier behandelt werden. Ja, es war für mich ein großer Schritt, aber es ging einfach nicht mehr. Ich habe nur noch gelitten und war einfach, wenn sie x-mal gesagt bekommen, auf dich kann man verzichten, dann nehmen wir eine hübsche junge Blonde, die sportlich ist und so, aber auf dich kann man verzichten. Wenn du aussteigst, macht es der Serie gar nichts. Ich sage, ich war in den Wechseljahren damals schon, ja, ich habe halt wirklich zugenommen. Und dann kommt die Produzentengattin zu mir und sagt, du, ich habe einen ganz super tollen Operateur, du, der saugt dir das Fett ab, bei 0,0. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, ja. Ich habe gesagt, du verlangst von mir, dass ich jetzt hier eine Fettabsaugung mache? Weißt du, wir wollen ja die Serie auch optisch schön gestalten. Ich sage, es hat doch mit der Optik gar nichts zu tun. Habt ihr jetzt alle... Dem Herrn Fischer ist das wahrscheinlich nicht nahegelegt worden. Nein, natürlich nicht, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja. Mhm. Also es wurde einfach würdelos. Sie sind ja eine, die auch mit dem Thema Älterwerden sehr entspannt umgeht, vor kurzem 57 geworden, schauen blendend aus und ich glaube, Sie haben unglaublich viel Energie auch in sich, auch neue Dinge noch Ja, zu sicher, machen, ganz klar. Ich meine, ich habe mich für die Kuh entschieden. Ja, also wenn ich jetzt 10, 15 Kilo abnehmen würde, dann sehe ich im Gesicht auch nicht mehr so aus. Ne? Also es gibt ja einige Kolleginnen, die es falsch vorgemacht haben. Ja. Und da ich eine entsetzliche Spritzenphobie habe, kann ich mir auch kein Botox spritzen lassen oder sonst was, würde ich auch gar nicht wollen. Was ich mir habe machen lassen, sind die Schlupflider. Und dazu stehe ich auch, aber das war das Einzige. Und auch das war fürchterlich. Das würde ich nie wieder machen. Um Himmels Willen, lieber sehe ich nichts mehr. Aber nein, man muss doch entspannt sein. Ehrlich, ich meine, ja, ich will in Würde altern. Ja klar hätte ich gerne 5 Kilo weniger. Ist doch logisch.
ja, dass ich nicht schnaufe wie ein Walross, wenn ich oben an der Treppe angekommen bin. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich bin ein Genussmensch. Was soll sein? Fein zum Zuhören. Schauspielerin Katharina Jakob, heute unser Gast bei Kaffee und Kuchen, erzählt in dieser Stunde noch über das abenteuerliche Leben in ihrer neuen Heimat Kanada und ihre Rolle als Oma, die sie eher unkonventionell anlegt. Das alles und viel mehr in Radio Kärnten. Liebte in Radio Kärnten, im Radio Kärnten Wochenend. Kennen Sie diese Melodie? Ja, richtig, das ist die Titelmelodie vom Bulden von Tölz, Katharina Jakob, heute unser Gast bei Kaffee und Kuchen. Sie hat über viele Jahre als Schauspielerin die deutsche Fernsehlandschaft wirklich ganz stark mitgeprägt, leitet ihr eigenes Tourneetheater und ist vor 20 Jahren nach Kanada ausgewandert, wo sie mittlerweile ungefähr die Hälfte des Jahres verbringt. Den Rest bei ihrer Mutter in Bayern und am neuen Zweitwohnsitz in Kufstein. Also Wohnsitze hat sie genug. Nun hat die energiegeladene 57-Jährige ein Buch über das große Abenteuer Auswandern geschrieben. Oh, Klammer, via Kanada. Mit unglaublichen, aber wahren Geschichten, wie sie im Gespräch mit Uschi Mikosch versichert. Es ist ein sehr turbulentes, aber sehr amüsantes Buch geworden. Möchten Sie das vielleicht kurz mal zusammenfassen? Sie können das vielleicht besser als ich. Es sollte kein Reiseführer werden, weil Reiseführer gibt es en masse. Wobei es natürlich auch ein Reiseführer geworden ist. Sie beschreiben ja auch immer sehr detailliert, wo genau die Routen verlaufen, genau, wo die Routen und was es zu sehen gibt. Wo man Halt machen sollte oder auch nicht. Und dann natürlich die Schwierigkeiten, die es bei einer Auswanderung gibt. Und natürlich das alles, was mir in diesen 17 Jahren passiert ist. Ne? Was natürlich nicht immer für den Leser sehr lustig ist. In dem Moment, wo es mir passiert ist, weniger lustig war. Sie sind, seit Sie kleines Mädchen sind, begeisterte Reiterin und haben tatsächlich in Kanada an einem, wie heißt das, so Kühe zusammentreiben, genau, über mehrere Tage. Ein Roundup. Teilgenommen. Drei Tage, wo ich wirklich sagen muss, rückblickend waren das die schönsten drei Tage meines Lebens. Nur noch getoppt von der Geburt meiner Tochter, aber das war wirklich definitiv die schönsten drei Tage meines Lebens, weil das war so eine Erfüllung eines absoluten Megatraums von mir. Drei Tage mit Cowboys. Mit echten Cowboys. Mhm. Mit meinem kleinen West Highland Pudelmix, die hat da mitgemacht. Als Hirtenhund. Frieda hat sie wirklich alle getoppt. Die hat da mitgeschossen wie verrückt. Ich meine, ich war so glücklich, dass ich den Muskelkater gar nicht gespürt habe. Und vor allem, weil man mich am zweiten Tag voll akzeptiert hatte und mir dann sogar die schwierigen Aufgaben gegeben hat, wie die wilden Stiere einzufangen und sowas alles oder zusammenzutreiben. Es hat, glaube ich, mit Ihnen und in Ihrem Leben auch sehr viel verändert, diese Entscheidung auszuwandern. Also in Kanada bin ich entschleunigt worden, definitiv. Ja. Also diese Weite, die Höflichkeit, die Nettigkeit der Kanadier, da passt man sich dann an. Oder man sollte sich anpassen, ja. Sie sind damals mit Ihrer Teenager-Tochter ausgewandert. Mhm. Sie sind damals auch sehr viel beschäftigt gewesen, haben Ihren Mann in Kanada kennengelernt, Ihren jetzigen Mann, und haben dann eben noch einen Wohnsitz jetzt in Österreich. Ja. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Mein Mann ist ein Wanderer. Das bedeutet, der ist wie so ein kleines Hamster im Rad. Der muss immer ständig reisen. Also am Dienstag geht es jetzt schon wieder weg. Und dann, der macht immer so Routen. Das ist der Wahnsinn. Also ich lebe vom Koffer. Und Ihr Mann begleitet Sie meistens? Oder? Oder begleiten Sie ihn? Das ist sippenhaft. Da muss man mit. Das nützt nichts. Er sagt immer, nein, jetzt kommt die ganze Familie wieder zusammen und die kommen aus allen Löchern dieser Welt gekrochen. Also meine Tochter reist aus Los Angeles an mit den Kindern. Der Mann von ihr kommt aus Toronto. Ich komme direkt aus Frankfurt. Mein Mann kommt aus Spanien dann. Und alles trifft sich auf Antigua. Das klingt jetzt ganz toll, ist aber schon manchmal, dass ich sage, ach, ich wäre so gern zu Hause und einfach nur mit den Hunden und würde schön kochen und würde so ein normales Leben führen gerne, weil ich mache das Leben ja seit meinem 14. Lebensjahr. Kaffee und Kuchen. Bekannt wurde Katharina Jakob als Sabrina Lorenz im Bulden von Tölz. Ja, da hat die Münchnerin ausgerechnet eine Kommissarin aus Berlin gespielt.
Und das so überzeugend, dass man sich wundert, wenn man privat hin und wieder ihre bayerische Herkunft durchhört. Doch das Schauspieltalent wurde unserem heutigen Gast anscheinend in die Wiege gelegt. Vater Peter Jakob war Filmproduzent, ihr Onkel Holger ist ebenso Schauspieler, wie es ihr jung verstorbener Bruder Daniel war. Und ihre Mutter, die große Ellen Schwiers. Im Gespräch mit Uschi Mikusch erzählt Katharina Jakob über das auch beruflich ungewöhnlich nahe Verhältnis zu ihrer Mutter. Ich spiele jetzt vom 4. Mai bis 30. Mai in der kleinen Komödie in München im Bayerischen Hof. Das wird das letzte Mal sein, dass meine Mutter zusammen mit mir auf der Bühne steht. Sie beendet ihre 70-jährige Theaterkarriere. Also sie hat 70 Jahre auf der Bühne gestanden. Und das wird das letzte Mal sein, wo man die große Dame des Theaters noch einmal sehen kann. Wir sind ja nicht nur Mutter und Tochter. Also früher hat sie bei mir Regie geführt. Da hat es schon manchmal ab und zu wirklich wahnsinnig gekracht. Es ist ja auch mein Onkel, der Holger Schwiers, dabei und dann noch die beiden Cousinen von ihr, die Dagmar Hessenland und die Heide Ackermann. Das ist ja der Wahnsinn. Und jeder zickt auf seine Weise. Das ist besonders schön. Ganz toll ist, dass meine Mutter eigentlich sofort verzeiht. Ich auch. Das ist alles menschlich. Aber wir sind inzwischen ein eingespieltes Team, weil inzwischen mache ich bei ihr Regie. Also ich mache jetzt Regie. Und jetzt spiele ich aber die Rolle mit ihr eben zusammen. Und macht die Regie. Das wird ganz schrecklich. Und vor allem, ich kann noch kein Wort. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Das wird noch spannend. Wann ist die Premiere? Am 4. Mai. Wir haben nicht mehr so lange hin. In Ihrer Familie wird, glaube ich, überhaupt diese Frauenpower sehr groß geschrieben. Ihre Tochter Josephine ist auch Schauspielerin? Die war Schauspielerin. Auch die verweigert sich inzwischen. Die sagt, sie ist jetzt Yogalehrerin. Zu unser aller Schrecken. Meine Tochter sagt immer zu mir, Mom, du musst in deinem Alter deine Muskeln strecken. Und dann macht die mit mir Übungen, wo ich 4 Tage später krank bin, mich nicht mehr rühren kann. Und ich sage, Josephine, es tut weh, wenn ich die Brille aufziehe. Ja, das sind deine hintermuskulären Ohren. Die spinnt. Die kann sich verbiegen wie Cirque du Soleil. Die ist nicht von mir. Sie werden in 3 Jahren 60 und sind zweifache Oma. Mhm, genau. Nimmt man sich dann selber als Oma auf einmal wahr? Also als meine Tochter mich damals anrief und sagte, ich hoffe, du sitzt, dachte ich schon, um Gottes Willen, sie hat einen Hollywood-Film. Nein, sie sagte mir, dass sie schwanger ist. Ich habe mich so gefreut, ich fand das so toll. Und dann habe ich mir am nächsten Tag gleich eine Handtasche drucken lassen, auf der stand, helfen Sie mir über die Straße, ich bin Großmutter. Also wenn, dann gleich richtig. Ja, ich wenn, dann fand gehen Sie es richtig an. Total toll, total toll. Ich war bei beiden Geburten dabei. Live sozusagen. Ich habe also die beiden gleich von Anfang an im Arm gehabt. Zwei Buben. Und ich bin also die Oma, die dann die Kinder völlig verdorben wieder zu Hause abliefert. Ich finde das toll. Ich bin mit denen auf dem Backblech die Treppe runtergerauscht. Das haben wir als Kinder auch immer gemacht. Ich kriege eine solche dermaßen Geschwindigkeit drauf, dass ich immer so einen Auslauf brauche von mindestens 5-6 Metern. Das findet man schlecht. Also ich musste in so große Hotels gehen, die so große Auslaufmöglichkeiten haben. Das haben die uns dann auch echt erlaubt. Ich bin mit diesem Backblech da runtergeschossen, wie blöde. Und die Kleinen haben es dann aber leider auf der Wendeltreppe zu Hause ausprobiert. Das ist dann leider Gottes nicht gut gegangen. Aber jedem geraten, dass man sollte wieder Kind werden. Also ich werde natürlich durch die beiden auch wieder Kind. Mir fallen alle diese dummen Spiele ein. Kaffee und Kuchen. Heute mit Katharina Jakob, auch mit 57, ist der ehemalige TV-Star noch eine vielbeschäftigte Theaterschauspielerin und Regisseurin. Vor der Kamera steht sie nicht mehr, weil sie findet, dass Frauen ihres Alters im deutschen Fernsehen zu wenig geschätzt werden. Da hat sie doch lieber ein Buch über ihre neue Heimat Kanada geschrieben und das ist stellenweise ganz schön selbstironisch. Ja, ich kann über mich wahnsinnig lachen, weil ich finde mich ja eigentlich eine unmögliche Person. Also ich finde, wenn ich jetzt so von außen auf mich draufschauen würde, würde ich sagen, Wahnsinn, mit der würde ich gerne mal in Urlaub fahren, weil ich glaube, das ist ganz witzig. Aber auf die Dauer könnte ich die Alte nicht ertragen. Ich sehe mich auch nackt im Spiegel. Und ich weiß, dass ich jetzt so weit bin, dass wenn ich mich umdrehe, einige Körperteile nicht mehr mitkommen. Aber ich weiß das. Ich bin ein Realist, was das betrifft. Also wenn ich zu jemandem sage, hey, du siehst aber scheiße aus heute Morgen, dann meine ich das auch so. Und die sind immer ganz entsetzt. Wie kannst du sowas sagen? Ich sage, es ist so. Ja, sage ich aber über mich selber auch. Gibt es Komplimente von Ihnen auch zu hören? Ja, sicher. Ja, aber die sind dann eben auch ernst zu nehmen. Aber die sind dann wirklich ernst zu nehmen. Aber Sie machen in Ihrem Buch auch Ihrem Mann ganz entzückende Komplimente. Ich durfte ihn ganz kurz
kennenlernen. Ja. Er hat sie sozusagen hier abgeliefert bei uns. Der passte so gar nicht in mein Jagdschema, weil ich stehe auf große, etwas festere Männer, so wie mein Ex-Mann eben auch war. Und der ist ja so klein und zierlich. Und eine Freundin von mir hat zu mir gesagt, du merkst du das eigentlich nicht? Ihr seid wie füreinander geschaffen. Ich habe gesagt, bitte nein, das geht ja gar nicht. Da muss ja jeder nach der Welpenschutz funktionieren, dass ich den nicht da erdrücke oder was. Irgendwann habe ich ihn mir dann genauer angeschaut und gesagt, ach doch, eigentlich ist der ganz sexy. Der ist wie so ein kleiner Vollbluthengst. Ach doch, ja, könnte was werden. Da haben Sie ihn in Kanada erst kennengelernt? Ich habe Deutsch-Kanadier. Allerdings stammen wir aus derselben Stadt in Bayern. Also wir stammen beide aus Starnberg, was sehr witzig ist. Mhm. Aber der ist schon seit 60 Jahren jetzt drüben in Kanada. Schon, dass ich den total nett fand, aber da war er ja noch verheiratet. Wir haben gemerkt, dass die Ehe wohl nicht mehr so ganz glücklich ist, aber ich mische mich da grundsätzlich nicht ein bei Verheirateten. Und dann war es so, dass ich dachte, ja, das hieß es ja, er hat sich so getrennt hier so offiziell. Mhm. Und dann fing es langsam an. Und dann haben wir ganz schnell festgestellt, dass es wirklich doch was Tieferes ist. In den 57 Jahren Ihres Lebens haben Sie so viel erlebt wie vielleicht oft fünf andere gemeinsam nicht. Was würden Sie sich noch wünschen? Gibt es noch einen Traum? Ja, der Traum. Ich weiß nicht, ich möchte eigentlich jetzt in Frieden oder meine Enkel aufwachsen sehen, wo ich sage, vielleicht werde ich sogar noch mal Urgroßmutter. Mhm. Wobei ich sagen muss, wenn es mich jetzt morgen erwischen würde, hätte ich ein großes, erfülltes Leben gehabt. Und deswegen wäre es eigentlich gar nicht schade. Ich möchte bitte, bitte noch so lange leben, bis meine Mutter tot ist. Also ich möchte einfach, so lange möchte ich noch da bleiben. Aber definitiv, mein Mann ist auch 15 Jahre älter als ich. Der wird 73. Der ist gut drauf. Aber ich möchte eine weise, lustige alte Frau werden, zu der man kommt und die man fragt. Und vielleicht möchte ich noch ein paar Bücher schreiben. Und ich möchte für meine Enkel da sein und für meine Tochter und auch für alle anderen. Ich meine, ich mache ja ganz viel auch im sozialen Bereich. Ich möchte so viel Geld haben. Ja, das möchte ich eigentlich, dass ich alle diese sozialen Projekte noch durchziehen kann. Liebe Frau Jakob, ich danke für dieses so spannende, interessante, so offene, aber auch sehr lustige Gespräch. Ich habe sehr viel gelacht gemeinsam mit Ihnen. Und ich hoffe, wir sehen Sie noch ganz oft in Kärnten. Ja. Haben Sie oft zu Besuch noch? Bestimmt. Ich komme vielleicht auf die ein oder andere Lesung. Katharina Jakob war